Hallo Leute, herzlich willkommen zu Tag 2, also nicht Tag 2, aber Video 2 von der Bustour. Wir sind jetzt in der Nähe von Rovinj. Wir haben aber jetzt vor, nach Rovinj zu cruisen mit unseren Fashion City Rollern. Es ist schon etwas später, ich beginne den Vlog jetzt aber, also weil, keine Ahnung, eigentlich ist morgen angedacht, aber wir waren heute am Strand, ich habe noch ein bisschen was gearbeitet und jetzt habe ich mir gedacht, ist ein guter Zeitpunkt, um anzufangen zu erzählen, dass wir jetzt in die Stadt fahren. Wo wir jetzt genau hier sind, das zeige ich euch morgen. Jetzt geht es eher um Rovinj und DM, weil irgendwas vergisst man immer, man muss immer was einkaufen. Los geht's! Wir haben jetzt alle Besorgungen gemacht. Das war übrigens ein Müller und kein DM. Das waren Fake News. I'm so sorry. Wir haben unsere Rolle abgestellt, wie man vielleicht schon gesehen hat. Es bleibt spannend, ob sie jetzt noch da sind, weil wir haben sie ja nicht abgesperrt, wenn wir kein Schloss dabei haben. Also der Adrenalinpegel steigt. Es wird spannend. Aha. Da. Die sind da. Ja. Nice. Wenn ich ein wenig verschwitzt aussehe, bedeutet es, dass wir ungefähr schon gefühlt 20 Minuten lang Roller fahren. Wir sind jetzt echt schön irgendwie am Arsch der Welt, weil wir Pizza essen gehen zu angeblich dem besten Pizzamacher laut Nadi. Schön hier. Adrenalin ist hoch gerade eben. Wir sind jetzt fertig. Wir fahren auf einer unbeleuchteten Straße mit einem Taschenlampen-Handylicht. Mit einem Cityroller einhändig. Das macht Spaß. Ich sag's euch, Kinder. Oh, oh. Boah, der... Oh. Hier wäre halt eigentlich auch 60. Toll. Als wäre man immer nicht weiß. Das macht schon Sinn, warum man ins Fliegen geht. Das macht Spaß. Oh, ich zoome ja rein. Es gab gerade eben auch noch einen Verabschiedungsschnaps. Ein Grappa. Oh. Ah! Auto! Oh, Kinder, macht sowas nicht nach. Nehmt euch ein Taxi. Da kommt schon wieder ein Auto. Ich raste aus. Aber schön ist es hier, wenn man was sehen würde. Oh, also drei, ich gehe jetzt auf der Wiese zu Fuß. Und sie fährt einfach weg von mir. Guten Morgen, Freunde. Ich habe gestern dann vergessen, noch zu sagen, dass wir jetzt ins Bett gehen, weil ich glaube, mein Adrenalinspiegel war einfach zu hoch. Was ich auch vergessen habe, ein DM-Haul zu machen, Schrägstrich Müller-Haul. War ja gar kein DM, fällt mir gerade wieder ein. Also, wir haben einmal gekauft Instant-Kaffee, weil das mit unserem Kaffeefilter irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich habe die Hoffnung aber immer noch nicht aufgegeben. Irgendwie läuft es da nicht mehr so gut durch. Deswegen jetzt Instant-Kaffee. Dann haben wir eine Nagelfeile gekauft. Praktisch. Und wir haben ganz vergessen, einen Spiegel mitzunehmen. Wir müssen ja schließlich auch immer on point aussehen. Deswegen haben wir einen kleinen Spiegel gekauft, den man sich auch hier so hinstellen kann. Ah ja, funktioniert super. Den kann man so hinstellen, dass man den Himmel betrachten kann. Und dann waren wir noch in so einem Olivenholz. Laden und da haben wir uns einen kleinen Koch. Brennt dich nicht? Ja, einen kleinen Koch. Wie heißt das? Pfannenwender. War auch nicht teuer. Heute gibt es einige Missionen. Wir gehen nach Rovinj, gucken uns da die Aussicht an, dann gehen wir wieder zurück und am Abend gehen wir schick essen. Und jetzt frühstücken wir. Diesmal aber ohne Cityroller. Vielleicht ist es ein bisschen stressfreier dann, wenn man sie nicht abgelegt hat und hofft, dass sie noch da sind. Und ratet mal, wer heute Abend Sonnenbrand auf der Nase haben wird. Ich habe Sonnencreme drauf auf dem Gesicht. Du siehst irgendwann mal aus wie eine Arbeiterin. Ich glänze lieber im Gesicht und werde immer jung und hübsch bleiben.
Nicht nur du hast einen Mittagstief. Wir gehen jetzt an den Strand. Gehen ein bisschen schwimmen. Wir haben uns auch übrigens coole Schuhe gekauft. Die zeige ich euch gleich, wenn wir am Strand sind. Und dann nehmen wir unseren Nudelsalat mit. Ich zeige euch den mal kurz, weil wir haben nämlich, also Nadi hat gestern gekocht. Nudelsalat mit Tomate, Feta, Aubergine. Ja. Das war lecker. Und dann düsen wir in diese besondere kleine Stadt mit dem Bus, weil irgendwie ist alles zu teuer mit Taxi und sowas. Es lohnt sich alles nicht. Deswegen packen wir hier dann alles zusammen, fahren in die Stadt, dann fahren wir wieder zurück und dann düsen wir weiter morgen in eine ganz andere Stadt. Jetzt wird gebadet, komm! Komm, Heinrich! Ja, gleich! Los geht's. Mein Bikini hängt übrigens auch am seidenen Faden. Wenn der reißt, habe ich halt ein Problem, aber naja. Ah ja, hier sind übrigens unsere Schuhe. Damit kann man auf die Felsen gehen. Und man schneidet sich nicht am Fuß. So, jetzt düsen wir los. Jetzt in Bula. Habe ich schon wieder falsch gesagt? Bale. Ich habe nicht mal Pula gesagt, ich habe Bula gesagt. Hier ist nämlich absolut niemand, weil das nicht so das klassische Touristending ist. Also wir sind jetzt mit dem Auto 20 Minuten gefahren, haben geparkt und jetzt gucken wir uns noch das kleine Städtchen hier an. Nicht so. Jetzt wieder zurück an unserem Campingplatz. Wir waren gerade eben richtig schön essen. Also es war, wir haben eine Vorspeise genommen, eine Hauptspeise, zum Nachtisch noch ein Espresso. Ich habe so ganz kurz gefilmt, weil das auch so ein bisschen schicker war. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen normaler angezogen, als wir eigentlich rumlaufen. Vom Preis her war das eigentlich voll normal, was unsere Verhältnisse angeht in Deutschland. Also wenn du in Deutschland essen gehst, zahlst du ungefähr auch so viel, wie wir jetzt gerade eben gezahlt haben. Wir haben zu zweit 60 Euro gezahlt mit Vorspeise, Hauptgang und Espresso. Aber so für kroatische Verhältnisse war das einfach doppelt so viel, als du normal zahlst. Aber es hat sich so gelohnt, es war so lecker. Also wenn ihr irgendwann mal in Bale seid, Bale. Wow, du hast es richtig gesagt. Ich weiß jetzt, wie es heißt. Dann könnt ihr auf jeden Fall ins Lag Grisa gehen. Ist zu empfehlen. Wir gehen jetzt Zähne putzen, Vampire Diaries gucken und dann gehen wir schlafen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stopp wieder. Ich denke mal, das sind dann die Plitwitscher Seen. Bis dann. Tschüss.